sind jetzt in der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen. Das spürt, glaube ich, jeder. Es gilt natürlich, dass erst etwas vereinbart ist, wenn wirklich alles vereinbart ist. Und wir haben noch vor uns sehr entscheidende Themen: Gesundheit, Arbeitsrecht, auch unsere internationale Verlässlichkeit. Manches davon hört sich vielleicht etwas technisch an, aber es geht natürlich letztendlich um die Lebensqualität für die Menschen, um den erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der Koalitionsvertrag ist jetzt, so wie er Gestalt annimmt, sehr, sehr umfangreich, sehr detailliert. Manche sagen auch kleinteilig. Aber wir dürfen das Zentrale nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir uns einmal die unruhigen Börsenentwicklungen der letzten Stunden anschauen, wir leben in unruhigen Zeiten. Und das, was von uns erwartet werden kann als Volksparteien, als CDU, CSU und SPD, ist, dass wir zum Wohle der Menschen eine Regierung bilden, eine Regierung, die Verlässlichkeit bietet und die alles daran setzt, dass wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können. Darum geht es und das dürfen wir bei allen kleinen und Detailfragen nicht vergessen. Es geht um das Wohl des Landes und um die Frage, ob CDU, CSU und SPD in der Lage sind, darauf die richtige Antwort in Form einer Regierung zu bilden. Herzlichen Dank. Frau Merkel.